Hey! Sorry, ich hab da was völlig vergessen. Dass ich dann in der Turnhalle noch was hab, ist ziemlich wichtig. Können wir es kurz machen? Klar. Bist du blöd oder was? Du hast gesagt, du hast es eilig. Und dann wirfst du mich von der Brücke? Ich hab deinen Kopf leer gemacht. Du hast was? Ich hab deinen Nein, Kopf leer gemacht. Nein, hast du nicht. Du hast mich in den Fluss geworfen. Dann sag mal, Dan, woran hast du gedacht, während du gefallen bist? Was weiß ich? Womöglich an die Uni? Nein. Was du einkaufen willst? Nein. An das, wo du so dringend hin musst? Nein, ich... Du warst im Jetzt. Du warst zu 100% bei dem, was dir gerade passiert ist. Du hattest sogar ein Wort dafür. Hallo bei Bewusstseins-Rock'n'Roll. Eben habt ihr eine der besten Filmszenen aller Zeiten aus meiner Sicht gesehen. Ganz kurz, ganz viel drin aus dem Film Der Pfad des friedvollen Kriegers. So hieß das Originalbuch auch. Habe ich euch jetzt schon einiges gezeigt. Ganz, ganz wichtige Szene. Wirklich eine Szene, die ich mir tausendmal angucken könnte und immer wieder schmunzeln muss. Weil ich das auch auf mein Leben ganz viel beziehen konnte in der Vergangenheit und auch weiterhin kann. Ja, ich bin jemand, ich gehe gerne mit dem Kopf durch die Wand und brauche dann öfter mal denjenigen, der mich sozusagen ins Wasser schmeißt. Und ich kann nur sagen, da drin steckt ganz, ganz viel. Denn genau dieses, seine Reaktion, wie er ins Wasser fällt, wie er rauskommt, diese Empörung, das ist genau das von dem Bild, was er da erstmal zeichnet, konfrontative und gleichzeitig enttäuschte und wütende. Das ist ein Zustand, in dem sich die meisten Menschen aktuell befinden in dieser freien Medienszene. Weil alles läuft scheiße, der Staat macht nur Müll, die Leute sind verblödet, ihr kann ja mit keinem richtig reden, ihr kennt das alle. Und ihr kann das auch verstehen, gar keine Frage. Der Kanal hier ist aber nicht dafür da, da weiter drin zu bleiben, wieder immer diese Schleife zu drehen. Ja, ich will hier keinen sehen, der nächstes Jahr immer noch sagt, ich kann mit keinem reden. Weil lieber die 12 Monate nutzen, um die richtigen Menschen anzuziehen. Auf dem Kanal geht es hier darum, in die Handlung zu kommen, die Komfortzone zu verlassen. Ich versuche, diese Rolle ein Stück weit einzunehmen, euch ab und an mal zu schubsen in dieses Wasser. Und ich weiß, dass der eine oder andere dann auch manchmal so rauskommt und sagt, ey, was machst du denn da? Kann doch wohl nicht wahr sein. Aber es muss sein. Die Komfortzone verlassen ist kein Kindergarten, das ist kein... Ja, Kuchenklatsch irgendwo, wo wir sitzen und da uns jetzt endlich gegenseitig den Bauch pinseln. Sondern da muss es immer zur Sache gehen. Da muss es immer harte Worte geben. Damit ihr in die Handlung kommt. Ihr kennt es doch selber. Ja, wenn ich irgendwo einen Bereich habe, wo ich sage, ich will unbedingt jetzt wirklich was verändern, nehme ich mir einen optimalen Coach dafür. Ja. Beispiel Sport oder Ernährung. Wenn ich da Phasen habe, wo ich wirklich richtig durchhänge, dann gehe ich zu meinem Kumpel Felix und frage den, weil der hat die Expertise und der kann mir auch in den Arsch treten, wenn es sein muss. Und genau das versuche ich auch in den 1:1-Coachings zu machen. Für die, die Lust haben, unten ist der Link drin, Bewerbungsformular. Da melde ich mich bei euch, wenn ich wieder Kapazitäten frei habe. Weil ich möchte Veränderungen sehen. Wir planen jetzt auch einige andere Sachen noch, wo wir uns alle treffen werden, wo es eine Gemeinschaft dann gibt. Ich möchte auch die Leute, die ich im Coaching habe, nach und nach miteinander verknüpfen. Weil ich möchte, dass da Veränderung passiert. Nicht immer dieser Stillstand. Ja. Und genau das wird in dem Film gezeigt, Veränderung funktioniert, indem man ganz schnell einfach mal durchzieht. Und was er da sagt, dass du in dem Moment warst, das ist diese schöne Erfahrung, die dann auch kommt. Wenn man einfach mal macht, wenn man eine Aufgabe kriegt, die bewältigt, rauskommt aus seinem eigenen Rahmen und danach dann merkt, oh, mit all den Emotionen, die dabei waren, war das ein Moment, den ich voll und ganz gelebt habe. Lebendig, Leichtigkeit, all das kommt dann darin vor. All das, was wir sonst so selten erleben im Alltag, kommt dann endlich mal wieder an. Und das war sehr schön, weil ich auch selber aus meiner Erfahrung immer wieder sagen kann, denn ich stelle mir ja selbst auch immer wieder solche Aufgaben, einfach um immer weiter rauszugehen aus dieser Komfortzone, um immer weiter sich selbst auch zu fordern, neue Erfahrungen zu machen. Leben ist immer da, wo du noch nicht warst, sagt Dieter Lange immer. Und genau das ist es. Immer die gleiche Schleife drehen ist so langweilig. Das ist doch kein Leben. Ja? Jetzt schon warten auf die Rente. Das hat da nichts mit Leben zu tun. Dafür sind wir nicht hier. Und deshalb heute die Aufgabe, die ich dir gerne mitgeben möchte, oder den Impuls, den du gerne annehmen darfst, wenn du möchtest.
Schreib doch mal drei Sachen auf für dich. Und das wird ja nicht so einfach sein am Anfang. Wo du voll in den Moment kommst. Wo du voll in so einen Flow kommst mit dem Leben. Wo du nicht nachdenkst darüber, was hat jetzt der Letzte bei der AfD gesagt, was stand heute in den Medien, was haben sie im Frühstücksfernsehen wieder irgendwo erzählt, was hat mein Kollege mir erzählt, was habe ich für ein Problem mit meinem Partner. Sondern wo du mal wirklich wieder in den Moment kommst. Wo du wirklich mal wieder reinspürst, dich lebendig fühlst. Was ist das? Mal wieder das Instrument spielen, was du eigentlich lange gespielt hast mit Freude und jetzt steht es irgendwo verstaubt in der Ecke. Mal wieder die Bilder rausholen, wo du mal wieder was malen kannst. Mach was Kreatives, sing mal was. Dreh im Auto mal richtig laut, so dass du nichts anderes mehr hörst und sing mit. Kann sehr befreiend sein. Manchmal hört man am besten, wenn man nichts mehr hört, weil die Musik so laut ist. Und genau da, schreib mal drei Sachen auf, wo du meinst, du kommst da wirklich rein. Ja, vielleicht ist es mal wieder die Motorradfahrt, das Motorrad mal wieder entstauben. Was auch immer, jeder hat da seine Sachen. Wir müssen nur wieder darauf zugreifen, das wieder nutzen. Mal wieder ins kalte Wasser springen. Oder für die, die Lust haben, sich schubsen lassen. Ja, das nennt man dann Coaching, wenn es vernünftig gemacht wird. Aber es geht darum, raus aus dieser Komfortzone und rein ins Leben, ins Abenteuer. Wir sind doch nicht hier, um irgendwie einen Bausparvertrag abzuschließen, dann uns zu freuen, dass wir den und den Zins haben und dann bauen wir da irgendwann ein Haus, dann sitzen wir da drinnen. Ihr wisst, was ich meine. Das ist diese deutsche Mentalität, die leider mittlerweile oft überall ist. Wenn du mit irgendeinem Amt zu tun hast, dann merkst du das in voller Gänze. Ja, herzliche Grüße an all meine Freunde bei den Ämtern. Und genau deshalb geht es darum, mach was. Schreib es dir auf und dann setz es um. Wenn du was gefunden hast, wo du sagst, ja, muss ich echt mal wieder machen. Muss ich mal wieder machen. Das ist was, was mir richtig gut tut, was schön ist. Wo ich wirklich voll im Flow bin, wo ich voll und ganz in dem Moment bin, nur die Aufmerksamkeit da habe. Dann mach es. Und nimm es dir nicht nur vor, sondern mach es. Am besten, wenn du jetzt hier gleich das Video ausmachst, direkt ins Handeln komm. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, jetzt kommen einige kurze, prägnante Videos mit hoffentlich brauchbaren Denkanstößen für euch und hoffentlich auch den richtigen Impulsen, dass ihr wirklich ins Handeln kommt. Für die, die Lust haben zum 1:1 Coaching, Link ist unten in der Beschreibung. Und dann denkt bei all dem immer daran, Bewusstsein schafft Freiheit. Sichere dir jetzt eine der letzten Ausgaben der brisanten Neuerscheinung Das Ende der uns bekannten Welt und lerne die geheimen Hintergründe der aktuellen Veränderungen unserer Welt kennen. Mit Kapiteln wie DNA, die hohe Dimension in uns, Genetik, von den Toten auferstehen, Mind Upload, die Digitalisierung der Spezies, der Übermensch, Hitler und der Traum der Knechtschaft und vielen weiteren spannenden Enthüllungen unserer aktuellen Zeit. Dieses Buch ist wahrhafter Sprengstoff, der die Lügen der Machthaber gnadenlos entlarvt und zum selbstständigen Nachdenken anregt. Doch Vorsicht! Die herausfordernden Kapitel eignen sich nur für Menschen, die bereit sind, der Wahrheit ins Auge zu blicken und ihr Weltbild zu hinterfragen.